Hallo Mitspieler, mein Name ist Joshua und ich spiele mit euch The Long Dark. Ja, wir haben es tatsächlich geschafft. Und ihr wundert euch bestimmt, wie das jetzt kommt. Wieso sitzen wir jetzt hier gemütlich im Bett? Der Hintergrund ist, dass sozusagen eine Minute, die entscheidende Minute der Flucht, fehlt. Und zwar war meine Festplatte voll und mein Aufzeichnungsprogramm hat diese Minute sozusagen nicht aufgezeichnet. Was ist in der Minute passiert? Ihr könnt euch erstmal anschauen, wie mein Status ist. Bin auf 31% runter, beziehungsweise nach der letzten Episode wieder hoch, muss man sagen, weil ich es tatsächlich in dieses Bauernhaus geschafft habe. Und ich hole mal die Lampe raus. Und ihr seht schon, ich habe sogar Feuer gefunden, also Matches. Und zwar werdet ihr euch vielleicht fragen, wo gab es denn diesen glücklichen Fund? Den gab es, mal kurz orientieren, hier auf dem Kaminsims lagen die Matches, also die Streichhölzer. Ich habe es also wirklich mit der letzten Puste hier hereingeschafft und bin jetzt recht happy mit der Situation. Natürlich habe ich durch die Wolfsangriffe eine Menge Verluste kassieren müssen, denn die Wölfe haben meine Kleidung in Mitleidenschaft gezogen und so weiter. Aber das ist okay, wenn man halt bedenkt, dass es eigentlich kurz vor dem Aus war, als ich hier angekommen bin. Egal wie, ich werde jetzt mal damit beginnen, ein bisschen mich im Haus umzusehen. Das heißt, was ich auch noch mal machen könnte, ich könnte mal checken. Ich konnte mir aus dem Klo schon mal ein bisschen Wasser rausfischen. Hab das jetzt okay. Und hier gibt es noch eine abgestandene Tomatensuppe. Na gut, was ist jetzt zu tun? Ich werde erstmal ein bisschen mich umschauen. Werde mal gucken, ohne jetzt Fächer aufzumachen, das mache ich dann lieber, wenn ich die Lampe aus habe, ob es so von dem, was hier außen herum liegt, irgendwas gibt, was ich nutzen könnte. Hier kann ich mal reingucken, das geht schnell. Vielleicht irgendwas Essbares. Denn bevor ich rausgehe, um ja, Rohrkolben oder ähnliches zu sammeln, möchte ich meine Klamotten nähen. Und das kann ich nur im Hellen tun. Ja, dann habe ich mir natürlich in der Zwischenzeit auch so meine Gedanken gemacht über die Frage, wie ich das mit dem Wasser handhaben werde. Und ich meine, es macht wirklich einen Unterschied, wenn ich mir bei der ersten Gelegenheit, wo ich mir Feuer machen kann, gleich einen großen Vorrat anlege. Vielleicht wirklich das Feuer 4, 5, 6 Stunden brennen lassen und einen Wasservorrat anlegen, um, weiß ich was, 10 Liter oder irgendwie so eine, sowas in der Größenordnung vorzukochen. Das scheint mir eine gute Idee zu sein. Denn also nach dieser Erfahrung, dass ich fast verdurstet wäre, werde ich jetzt, glaube ich, anders mit den paar Streichhölzern umgehen, die ich gefunden habe. Ich glaube, es waren wieder 12. Ja, ich habe, nachdem ich also hier gelandet bin und das Klo ausgeschöpft habe und eben diese Matches gefunden habe, mich sofort ins Bett gehauen, um zu regenerieren.
Und mich sozusagen aus dem Krisenbereich rauszuholen. Okay, diese Bücher nehme ich mal. Gut. Ja, dann. Genau, das war. Da hatte ich das Wasser rausgenommen. Fängt die Lampe eben schon an zu flackern. Okay, dann. Oje. Ablegen. Seht ihr, die Handschuhe sind kaputt. Jetzt einiges erwischt. Zwei Wolfsangriffe überlebt. Oh ja, Mütze. Das ist natürlich hart. Also. Ihr seht das. Ich meine, man kann sich das Ding aufsetzen. Das ist überhaupt irgendein Effekt. Das sieht gerade nicht danach aus. Scheint ja rein. Für sieht gut aus zu sein. Was sagen die Stiefel? Oh, die jetzt auch erwischt. Naja, das heißt also, unter den Konsequenzen dieser Geschichte werden wir noch ordentlich zu leiden haben. Das ist. Ja, das ist leider so. Gut, dann werde ich mir die Suppe kalt einpfeifen. Ist doch nochmal Licht an. Hau mich wieder hin. God, I have never been so hungry in my life. Und versuche noch ein paar Regenerationspunkte rauszuholen. Wir sind jetzt bei 32. Ich nehme mal alles, was drin ist. So, komplett rausgeruht. Wir haben noch 0,4 Liter Wasser und wir sind bei 59 immerhin. Man, all I can think about is food. Ja. Also dann das mal auseinandernehmen. Und das. Dann Klamotten nehmen. I will die if I don't get food soon. Ja. Gleich noch was trinken. Ja, also lange kann ich mich hier auch nicht auf das Nähen konzentrieren. Ich würde mal so das Nötigste machen. Ich denke noch zumindest so weit, dass ich
nicht befürchten muss. Die können wir ja wahrscheinlich nicht reparieren. Ne, da fehlt uns die Rehhaut. Und dass wir nicht riskieren, dass uns so ein Kleidungsstück noch abhanden kommt. Das sieht jetzt okay aus. Da könnte man noch was machen. Okay, fein. Und dann... gucken wir mal in der Küche. Also wenn irgendwo Futter rumliegt, dann wahrscheinlich... Ja, hier nicht. Dann wahrscheinlich eher hier. Ach, hier hatte ich schon reingeschaut. Leer, leer. Was ist das? Ja. Oh, ah, da hatte ich sogar schon gleich reingeschaut. Und zwar wahrscheinlich, als ich so verzweifelt nach Streichhölzern gesucht habe, als ich hier angekommen bin. Okay, dann pfeifen wir uns das Ding ein. Haben damit keine Verluste mehr aktuell. Und schauen uns um. Und hier war oberste Vorsicht geboten. Denn hier gibt es auf jeden Fall eine Menge Wölfe. Ja, da hinten sind sie. Ja, dann glaube ich, macht die Aktion Sinn. Ah, das kann, die kann ich schon mal nehmen. Hier an diesem kleinen Flusslauf. Rohrkolben zu sammeln. Die bringen mich dann über einen Tag, würde ich sagen. Ich denke, hier standen vereinzelt. Die ein oder andere Pflanze. Ist es hier? Nee. Oh. Oh, starving. Ihr seht, die Temperaturen fallen drastisch. Sprinten ist nicht gut. Ich weiß, dass das unheimlich energiezehrend ist. Aber ich kämpfe gegen die Unterkühlung. Und die wiederum ist ja Resultat meiner schlechten Ausrüstung. Da gibt es sowas wie eine Scheune. Und Krähen. Aber das werde ich mir für später lassen. Ich pflücke jetzt nur noch das hier. Und mache mich pronto auf den Heimweg. Denn mit den paar Rohrkolben können wir erstmal den größten Hunger in Schach halten. Und... Ah, noch was. Können erstmal die Optionen des Hauses erforschen. Gucken, was wir da für Möglichkeiten haben. Ah, ich hoffe, ich finde ein paar Kleidungsstücke. Ich kann natürlich das, was ich jetzt noch am Mann habe, oder an der Frau bei meinem Charakter, das kann ich natürlich pimpen, kann ich nähen, kann ich reparieren
und kann da versuchen, das Beste rauszuholen. Aber ohne Mütze, beziehungsweise nur mit einem Baseball-Cap, bin ich natürlich stark eingeschränkt. Trotzdem, also ich betrachte das schon so, jeder weitere Tag, den wir jetzt hier überleben, ist ein Gewinn, wenn man bedenkt, wie nah wir dem Tod bereits waren. Also das war jetzt also gerade dieser letzte Tag hier mit dem Wolfsangriff oder den Angriffen war so haarscharf an der Grenze. Gucken, gucken und zurück. Da könnte man gleich mal schauen, ob wir in den Keller kommen, denn ich glaube, hier gab es einen Keller. Ja. Sehen, ob man da was noch rausholen kann. Ja, der ist natürlich auch sehr dunkel. Und meine Lampe wird es nicht mehr lange machen. 0,4. Nicht wahr. Nochmal Streichhölzer. Wunderbar. Das ist echt eine Erleichterung. Sehr, sehr gut. Damn it. So hungry. Flacker, flacker. Desinfektionsmittel. This will come in handy. Gut, die Lampe ist aus. Ich kann noch mal schauen, aber ich meine, wir hatten kein weiteres Öl mehr. Ich schaue mir das gleich noch mal an. Also, Aktionen auffüllen. Brennstoffvorrat ist leer. Ja. Tja, und dann kann es eben durchaus sein, dass diese Fackeln, die ich eben nicht benutzt habe, diese Magnesiumfackeln, dass die mir eben wirklich helfen werden in den Höhlen, in den Minen. Ihr habt euch ja, ich habe das ja dann auch noch in der Folge, als ich in dem Schmiedeschiff war, habe ich das ja noch angemerkt. Man hätte natürlich mit den Fackeln ein Feuer machen können. Ich habe in dem Moment nicht dran gedacht, weil ich halt auch so gestresst war von der Situation. Der Hintergrund ist ein bisschen der, dass ich schon mal ein Spiel deshalb verloren habe, weil ich mich ohne die Möglichkeit, Licht zu machen, in so einer Höhle befunden habe. Und da war es eben stockfinster und ich habe einfach keine Möglichkeit mehr gefunden, aus dieser Höhle rauszukommen, weil ich einfach nichts mehr gesehen habe. Und seit dem Tag gehe ich an die Fackeln nicht mehr ran, weil ich eben denke, eine Fackel ist die ist die letzte Rettung, wenn du in so einer Höhle nicht mehr weiterkommst. Aber das wäre jetzt natürlich toll, wenn ich ein Messer hätte, wenn ich Beil jetzt nicht unbedingt, aber ein Messer wäre sehr, sehr hilfreich und auch Pfeilspitzen hätte. Das wäre eine enorme Erleichterung. Okay, dann her mit den Sticks. Oh, zwei. Dann
möchte ich gern noch arbeiten daran. Also ich versuche jetzt mal alles rauszuholen. I'm gonna need to eat soon. Okay, das ist dringender. Das Flüssigkeitsproblem. Dann machen wir Feuer. Come on, little fire. Tja, und bei dem Feuer werde ich es jetzt so handhaben, dass ich einen großen Vorrat anlege. Und mich dann ein paar Tage nicht um Trinkwasser kümmern muss. Bisschen schade, dass man bei dem Abkochen daneben stehen muss, quasi, dass man keine Möglichkeit hat, während des Kochens andere Dinge zu tun, weil das ist ja nicht ganz realistisch. So. Sagen wir erstmal 2 Liter. Was? Lagerkoller? Ach du Schreck. Na, das fehlt ja gerade noch. Okay. Na, da ist ja das große Problem. Ich will mir eine Fackel hier nehmen zum Erleuchten. Dass wo kommt das denn her? Hatte ich das? Hä? Ach so, das ist alles kaputt. Das kann ich nicht mehr benutzen. Ah, dann hätte ich gedacht, das verschwindet. Das große Problem ist ja, wie soll ich mich da draußen aufhalten? Wenn ich so schnell friere. Also dieser Lagerkoller, ne, natürlich auch, ne. Gut, dann gucke ich mal hier in diese Kleiderschränke rein. Da waren wir schon. Nehme ich mal ein bisschen Holz. Leg das hier rein. Tannenholz, okay.
Okay. Das heißt jetzt. Wird das 4 Stunden brennen? Okay, dann gehen wir mal vor die Tür. Die Frage ist halt, wie halte ich es draußen aus? Zählt das schon? Ja, geht ja im Sekundentakt. Die Temperatur runter. Zeit zu verbringen. So, mal eine Stunde. Status ist jetzt 30%. 21% Risiko. Okay, wenn ich jetzt sage, ich bleib hier eine Stunde. Wir müssen mal sehen, ob dieser, ob das Risiko gesunken ist. Ne, ist immer noch 21%. Verbringe mehr Zeit im Freien. Ihr seid echt lustig. Where can I find something to eat? Okay. Das macht ja keinen Sinn. Ich weiß auch nicht genau, was nun eigentlich passiert. Noch eine Stunde 30. Beil benötigt. Ich weiß ja nicht, auch nicht genau, was passiert, wenn dieser Lagerkoller sozusagen ausbricht. Weil ich das bisher halt immer vermieden habe, dass es so weit kommt. Ob der mich auf der Stelle tötet oder ob es zu einer Verschlimmerung der Prozente sozusagen kommt. Also der Lebensprozente. Mann, ist das hier dunkel. Geht's hier lang? Ich sehe hier fast nichts. Gott, eat soon.
Klo. Ja, also das Rumsuchen jetzt hier in der Nacht bringt nichts. Ich sehe aktuell hier so gut wie nichts. Dann werde ich es drauf anlegen. Also ich muss, Punkt A, ich muss das Feuer ausgehen lassen, was mir nicht passt. Und ich muss diesen Lagerkoller irgendwie in den Griff kriegen. Wir werden sehen, wie das klappt. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß gehabt beim Schauen des Videos. Würde mich freuen, wenn ihr einen Daumen hoch und ein Abo da lasst. Wenn ihr Lust habt, seid ihr in der nächsten Runde wieder dabei. Vergesst auch nicht, beim Dalloride im Forum vorbeizuschauen. Den Link dazu findet ihr unter diesem Video. Wir sehen uns wieder. Bis dahin, macht's gut, bye bye.